herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof. Ehemals Urlaub auf dem Bauernhof. Ja, wir haben vergeblich versucht, hier irgendwo Wasser zu finden. Das ist meine Idee. Ich fahre mal zum Händler und gucke, ob der mir irgendwo einen Wassertank hinbauen kann. Der da irgendwas im Angebot hat. Weil sonst komme ich hier nicht weiter mit den Kühchen, mit den Pferdchen. Und außerdem brauche ich eigentlich auch noch Heu oder Hafer oder so. Damit ich die Pferdchen mal füttern kann. Sonst verhungern die mir, das wäre nicht so schön. Hallo. 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 Haben Sie irgendeine Möglichkeit, dass ich mir, ich brauche Wasser und Hafer und Heu eigentlich auch. Wasser, da gibt's so eine Wassertanks, die sich, wenn es regnet, wieder auffüllen. Oh ja, davon. Was kosten die? 5.000. Und dann pro Tag dann minus 5 Euro. Ja, ist okay. Muss ja auch irgendwie gewartet werden. Genau. Würden Sie vielleicht gerade mal dann mir mitfahren und dann würde ich Ihnen sagen, wo der hin soll? Jo, das mache ich. Okay. Ich muss nur kurz noch da hinten den Anhänger holen. Von dem alten Mann. Jo, passt. Gut, danke. Hier. Der Anhänger ist weg. Nein. Wo ist der Anhänger hin? Wo ist mein Anhänger? Ihr Anhänger. Der war doch hier. Ich hab den doch hier stehen lassen. Bin ich ein Anhänger? Nee, sind sie eben nicht, aber wo ist ihr Anhänger? Haben sie den weggeholt? Nee. Was ist denn das für eine Gemeinde hier? Lauter Diebe am Werk, oder was? Fahren Sie mal zu Ihrem Hof. Haben Sie den schon hingebracht? Ja. Ach. Hätte ich mir den Weg sparen können. Ja. Dankeschön. Die waren so schnell weg. Ach so, ja, ich hat's eilig. Brauche ja Wasser. Ja. Aber das ist jetzt ungeschickt, weil ich hätte eigentlich noch Hafer gebraucht. Aber naja. Hafer. Ja nur gut machen, ne? Zwei Minuten wurde von der Wind Anhänger hingestellt. Ist auch jetzt für das Wasserfässchen.
hinten eigentlich ja. Hier hinten eigentlich nein. Weil da ist alles so eng bebaut. So, interessant. Sollte man also nicht machen. So. So, also ich finde, hier oben haben wir eigentlich gar keinen Platz für das Teil, glaube ich. Was macht denn der da oben? Keine Ahnung. Ich glaube halt, hier oben habe ich keinen Platz. Dann müssten wir vielleicht doch mal runtergehen. Was sagen Sie zu meinen schönen Pferdchen hier? Ey, ihr Pflaumen! Oh Gott. Einfach nicht hinhören. Einfach weitergehen. Die Pferde sind schön, ja. Kriegen wir das Teil hier irgendwie hin? Hier an die Ecke? Aber halt so, dass es, dass es schön aussieht. Mit so einem Schotterplatz drumherum oder so. Ja, das kriegen wir hin. Jo. Okay, dann machen Sie das mal. Ich gehe mal wieder ein bisschen ausreiten, weil die Pferde brauchen Auslauf. Jo, mache ich. Bis dann. So. Ach nee, ey. Ey, Van Burgen! Ja! Können Sie nicht einfach mit der Karre rumfahren? Das macht die Pferde verrückt. Immer schön sachte hier mit dem Gas geben. Ja, ist doch. Ja, ich hab's gehört. Ikram hat rumgeschrien. Die heißen auch falsch. Moment, das müssen wir mal gerade ändern. So, Prickles. Kann ich denn die nochmal umbenennen? Nee. Irgendwie ging das doch eigentlich. Naja, egal, wir wissen ja, wer ist. Jetzt ist der da hochgelaufen, ey. Ikram, bleib doch mal da. So. Könnten vielleicht mal ins Waldstück gehen und gucken, was da abgeht. So. Weil hier oben habe ich ein bisschen Wald. Und da wollte ich ja dann ein paar Bäume fällen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das hier war. Hier war oder da hinten. Müssen wir mal gerade gucken. Oh, da ist eine Jagdhütte. Da gibt es auch noch mal einen See.
Vielleicht hätte ich hier Wasser holen können. Was haben wir hier? Noch eine Koppel? Ist das hier noch eine Koppel? Ich kann mal auf die Karte gucken, ob das noch zu uns dazugehört oder nicht. Ja, der Teil hier eigentlich schon. Wenn ich den jetzt hier einfach stehen lasse. Ist der jetzt auf der zweiten Koppel oder was macht der? Also Fakt ist, halt langsam, Nikon. Fakt ist, dass wir hier rechts dann auf jeden Fall Bäume fällen können. Die gehören uns. Also die hohen hier. Das müsste auf jeden Fall auf meinem Grund und Boden sein. Oder halt hier links ein bisschen. Müssen wir dann mal gucken. Müssen wir sowieso dann mit dem LKW, mit dem Traktor hochfahren und mit dem Anhänger. Nur die Frage, ob der das hier hochpackt. Weil das ist ja schon eine ordentliche Steigung. Ja, Pferdewirt ist nicht ganz so einfach, wie man denkt. Aber es ist eigentlich ganz gemütlich hier, immer mit dem Pferdchen ein bisschen rumreiten. Vor allem, wenn ich irgendwann auch mal... Ah, der hat jetzt schon mal den Platz vorbereitet, war interessant. Der geht jetzt wahrscheinlich den Tank mal abholen, vermute ich. So, komm, bisschen Galopp hier. Mal Vollgas geben. Gutes Pferd, gutes Pferd. Hallo. Hallo. Jo. Wie geht's? Also was schöner Onkel. Ne, das ist kein Onkel, das ist ein Pferd. Das ist Ikram. Wie? Ikram. Komm. Und der war aber ein bisschen langsam hier, der Händler. Den hatte ich vorhin bei mir am Hof gesehen. Der pisst aber auch her. War trotzdem ein bisschen langsam, ich war schneller wie er. Aber Ikram ist halt auch ein schnelles Pferd, von dem her. Ein schönes Pferd. Jo, auf jeden Fall. Ja. Sie wollen jetzt aber gerade nicht auf mein Pferd springen. Nee, nee. Ja, dann ist ja gut. Hallo, Herr Hochreiter. Hallo. Ich habe gesehen, geschottert haben Sie schon mal. Hier. Geschottert habe ich, ja. Okay, dann kommt hoffentlich bald das Fass. Jo, das kommt auch bald. Gut, dann mache ich mich mal wieder auf den Heimweg. Bis dann. Bis dann. Jo, tschö.
Digi. Jo. Schöner Ausritt hier am Morgen. Alle hopp. So, wenn der das Wasserfass platziert hat, dann können wir endlich mal die Tiere trinken. Das wäre ganz sinnvoll. Jetzt gucken wir mal Pferdchen zurück in den Stall auf die Weide. Sehr gut. So, warte mal, ich muss das doch irgendwie hier noch. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Irgendwie kannst du die Pferde doch auch putzen, ey. Wie geht denn das? Ups. Kannst du die nur putzen, wenn die weit genug dreckig sind? Naja. Gut, liebe Leute, das war es aber auch wieder von der heutigen Folge Urlaub auf dem Bauernhof. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.